Soweit, so spannend. Jetzt aber endlich zum eigentlichen Problem dieses Spätsommers. Woke Wichtigtuer wollen Winnetou weghaben. Ja, ein Schock. Übrigens auch für Winnetou persönlich, der es aus der Bild-Zeitung erfahren musste. Er wusste es gar nicht. Phasenweise wurde der Suchbegriff Winnetou in Deutschland häufiger gegoogelt als Inflation oder Strompreis. Was war geschehen? Sie wissen es wahrscheinlich, der Ravensburger Verlag hat das Buch zum Film Der junge Häuptling Winnetou zurückgezogen. Und das war ja nur der Anfang. Inzwischen will man Winnetou, einen Mann, der mehr für den Frieden im Wilden Westen getan hat, als jeder andere, komplett verbieten. Komplett. Also sagt die Bild, und das weiß die Bild, aus der Bild. Winnetou geht's an den Kragen. Schau mal auf die Seite 1 der Zeitung heute. Zack, in die Jagdgründe geschickt, in die ewigen, der Winnetou. Ja, aus lauter politischer Korrektheit, aus Wokeness, ne? Ne, ganz genau, ja. Bild TV zitiert also die Bild Zeitung. Das ist eine alte Journalistenregel, du brauchst immer zwei Quellen, dann stimmt's. Seitdem hört die Diskussion an deutschen Lagerfeuern gar nicht mehr auf. Sie will sich einfach nicht beruhigen, weil ein, ich sag's noch mal, Buch zum Film zurückgezogen wurde. Es ist wirklich die unterste Form von Literatur, noch unter Glücksratgebern. Na gut, ich privat finde, Ravensburger hätte das Buch lieber ausliefern sollen. Dann könnten Eltern selber entscheiden, ob das für ihre doofen Kinder zu stereotyp ist. Vor allem aber wäre uns die nervige Berichterstattung zu Winnetou Gate erspart geblieben. Inklusive der ganzen Promi-Meinung. Oder wo wollen wir da aufhören? Walt Disney, sprechende Enten. Wie tut man dieser Tiergattung, dieser armen Tiergattung? So klingt also Honig im Kopf. Ja, Spaß. Schätze den Mann sehr. Ja, es ist ja so, der Deutsche sehnt sich halt in diesen Tagen nach einfachen Problemen. Klima, Ukraine, das ist alles viel zu komplex. Aber Winnetou verbieten, das kapiert jeder, selbst wenn es gar nicht stimmt. Ich meine, es gab ja auch nie den behaupteten Shitstorm, vor dem Ravensburger angeblich eingeknickt ist. Da haben sich in der Realität wirklich eine Handvoll Leute im Internet beschwert. Shit gestormt wurde nämlich erst, als die Bild sich draufgesetzt hat. Und seitdem wimmelt es auch in der Politik. Nur so von selbsternannten deutschen Ehrenapachen. Wenn überall die Kinder heute wieder Cowboy und Indianer spielen würden, anstatt irgendwo verrückte Comic-Sendungen mit schrägen Figuren anschauen würden, wo man auf Nacht nicht mehr schlafen kann, wo die Kinder Angst kriegen, dass die Fingernägel wegfressen. Und begrabt mein Hirn an der Biegung des Flusses. Wenn ich sowas höre, dann möchte ich mir auch die Fußnägel wegfressen, Freunde. Der Kampf für Winnetou wirklich wochenlang auf allen Kanälen. Irgendwann wurde sogar behauptet, das war der Höhepunkt, die ARD hätte Winnetou gecancelt. Dabei haben die Kollegen einfach vor 2 Jahren die Rechte für die alten Filme nicht mehr verlängert, um zu sparen. Welcher Dödel fällt bitte auf solche Bullshit-Meldungen rein? Wer? Die Öffentlich-Rechtlichen, hochgelobt, finanziell gut ausgestattet, geben das Geld auch sicher sehr sinnvoll aus, meine Damen und Herren, wie man liest. Sagen, wir verlängern keine Verträge mehr damit, weil wir andere nicht verletzen wollen. Ja, Herrgott sagt, meine Damen und Herren. Herrgott sagt man nicht mehr, es heißt Frau Gottsäckin. Mein Gott, da spart die ARD endlich mal und dann meckert er auch. Und Sie ahnen bestimmt, wer sich aus Söder-Stamm auch direkt zu Wort gemeldet hat. Genau, Häuptling verkackte Maut. Natürlich. Ja. Zitat Scheuer, ich gehe jetzt erstmal Winnetou-Material hamstern, bevor die ARD noch alles aufkauft. Ja, mach das mal. In der Zeit unterschreibst du wenigstens keine neuen Verträge. Original niemand will Karl Mays Bücher verbieten. Oder diese 60er-Jahre-Filme, die ich damals ja selber gern geguckt habe. Begeistert. Mit 7. Spricht ja auch nichts dagegen. Wobei, muss ich zugeben, wenn ich heute genau hingucke, wird da eigentlich nur stundenlang sinnlos hin und her geritten. Die Indianer waren Jugoslawen mit schlecht sitzenden Perücken und es wurde ohne Ende gelogen. Winnetou begrüßt Rote Feder. Rote Feders Feder ist weiß. Lex Barke hatte insgesamt 2 Gesichtsausdrücke, also genau 1 mehr als Till Schweiger. Die Stunts waren unterirdisch. Und die Fake-Bären sogar noch unterirdischer. Tiefpunkt Winnetou 3, diese endlose Sterbeszene. Immer wenn du denkst, jetzt ist er aber tot, zurück ist er wieder.
Kurz gesagt, diese Filme waren nicht in erster Linie Stereotyp, die waren einfach nur Kacke. Shitstorm in 3, 2. Ja. Wir hatten ja nichts, liebe Kinder. Karl May war unser Marvel-Universum. Ja. Ach ja. Aber warum sollte das heute irgendwer verbieten wollen? Das ist eine vollkommen entgleiste Debatte. Jetzt rennen immer noch Reporter von morgens bis abends in Buchhandlungen und überprüfen, ob da noch die alten Schwarten rumstehen. Während die Woke-Seite des Spektrums über 100 Jahre alte Fantasy-Romane mit Sachbüchern über amerikanische Geschichte verwechselt. Aber noch viel wichtiger, was wird jetzt aus den Karl-May-Festspielen? Sie wissen schon, Bad Segeberg, Elspe, diese ganzen Gnadenhöfe für abgehalfterte B-Schauspieler. Haben die noch eine Zukunft? Auf der Freilichtbühne in Bad Salzdetfurt beginnen die Proben für die ersten komplett politisch korrekten Karl-May-Festspiele. Für die Schauspieler ein großer Moment. Ja, das wird super. Man kann die Abenteuer von Winnetou und Old Shatterhand nämlich auch sehr wohl zeitgemäß erzählen. Als modernes Epos über interkulturelle Freundschaft. Doch auch in dieser Inszenierung gibt es natürlich die klassischen Gänsehautmomente. Winnetou und Old Shatterhand reiten durch das weite Land. Nur halt auf E-Lastenrädern, weil Pferde so eine wahnsinnig schlechte Methanbilanz haben. Mein Bruder, sieh nur. Der weiße Mann hat eine neue Eisenbahnlinie mitten durch unsere Jagdgründe gebaut. Winnetous Herz ist betrübt. Weil das eiserne Ross die Büffel vertreibt? Nein, weil das 9-Euro-Ticket ausgelaufen ist. Die Apachen können sich nun keine Urlaubsreisen mehr leisten. Anders als in den alten Filmen lernen hier die Kulturen endlich voneinander. Old Shatterhand erklärt den wissbegierigen Ureinwohnern die größte Errungenschaft seiner deutschen Heimat. Die gelbe Tonne. So, also nochmal. Joghurtbecher, ja. Biberfell, nein. Dafür bereiten die Apachen ihn auf die Legalisierung von weichen Drogen vor. Mann, bei Manitou, das Zeug ballert aber ganz schön. Zum ersten Mal wird diese legendäre Szene realistisch dargestellt. Winnetou und Old Shatterhand besiegeln ihre Freundschaft mit Blut. Mein Bruder. Mein Bruder. Und werden kurz danach wegen Affenpocken in die Klinik gebracht. Nur 3 Monate später gehen die Proben weiter. Ja, wir finden das natürlich total toll, dass wir hier endlich mal diese ganzen Stereotypen überwinden, diese postkoloniale Weltsicht. Und gerade ich als indigener Mensch finde das extrem wichtig. Wieso indigen? Du kommst doch aus Braunschweig. Du sagst mir nicht, wie indigen ich bin, okay? Glaubst du, das ist einfach, als Apache geboren zu sein im Körper eines Niedersachsen? Weißt du, wie man da gehänselt wird? In der Schule? Als junger Apache in Braunschweig? Oh, sorry, Albrecht, wirklich. Für dich immer noch weit später ältest, du Arschloch! Komm mal runter. Jedes Kind weint, wenn der ruchlose Santa Winnetou tötet. Doch diese Inszenierung geht einen anderen Weg, den gewaltlosen. Stirb wohl, Winnetou. Santa, ja. Du wirst ja wohl nicht auf Winnetou schießen. Der hat dir doch gar nichts getan. Ah ja, stimmt. Winnetou, es tut uns so leid. Zur Klärung, ich und die Jungs, wir hatten eine total schwere Kindheit. Und das hat uns leider zu gewalttätigen Rassisten gemacht. Aber wir haben gemerkt, das war falsch. Tja, kommt ihr Räuber. Schwamm drüber. Du. Wer will alles in Yogi-Tee? Hey. Das alles nächstes Jahr in der neuen Inszenierung von Der Ölprinz eröffnet einen Windpark und heißt deshalb der erneuerbare Energienprinz.